Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder hier? Und heute stellen wir uns die Frage, was sind denn Rotationen und wie funktionieren diese genau? Denn das ist eine häufig gestellte Frage von euch und sie ist auf jeden Fall wichtig und hat ihre Berechtigung. Wenn wir zum Beispiel mal vom Allgemeinen ausgehen, was ist denn eine Rotation? Eine Rotation kann zum Beispiel eine Konstellation aus Objekten sein, die ihre Reihenfolge haben, ihre Art und Weise, wie sie rotieren quasi. Und wenn Schritt 1 gemacht ist, kommt Schritt 2, wenn Schritt 2 gemacht ist, kommt Schritt 3, etc. Und wenn wir jetzt im Fallbeispiel davon ausgehen, dass wir zwei Rotationen haben, Rotation A und Rotation B, dann, sobald Rotation A seinen Job, seine Routine gemacht hat, ist sie quasi erledigt und als nächstes kommt Rotation B an die Reihe. Das war grob fürs allgemeine Verständnis. Speziell für Dokkan Battle, was heißt das? In Dokkan Battle haben wir zwei Rotationen. Wie gerade angesprochen, Rotation A oder Rotation 1, Rotation B, Rotation 2. In Dokkan Battle besteht eine Rotation aus drei Charakteren. Wir wissen, wenn wir einen Kampf starten, das werden wir gleich machen, sind die Charaktere in der Rotation und haben ihre Stelle. Die drei Charaktere, wie gesagt. Also halten wir jetzt schon mal fest, wir haben Rotation A mit drei Charakteren und Rotation B mit anderen weiteren drei Charakteren. Dann bleibt noch ein Charakter übrig und das ist unser quasi, das ist der Charakter, der rausrotiert wird, ein Rotationscharakter, was ich immer oft anspreche. Aber das werden wir gleich im Fallbeispiel in der Praxis näher anschauen. Aber außen vorweg, bevor wir einen Kampf anfangen, wissen wir schon, wie unsere Rotationen aussehen wird. Nämlich, wenn wir mal hier unten ranschauen, unten rechts haben wir ein Rad aus unseren Charakteren. Unter dem Menüpunkt. Dieses Rad, das Rädchen, zeigt uns unsere Rotation im Kampf an, bevor wir überhaupt den Kampf starten. Wie genau? Und zwar, wenn wir uns das wie gesagt anschauen, dann haben wir unter dem Menüpunkt ist Bardock. Man fängt nicht bei Bardock an, sondern dem Charakter neben Bardock. In dem Fall bei dem Charakter, der circa bei 13 Uhr liegt. Das wäre in dem Fall Vegito Blue. Dann nimmt man die ersten drei Charaktere. In dem Fall ist das Vegito Blue, Vierfacher Goku, mein eigener Leader und der Friend Vierfacher Goku. Diese drei Charaktere werden jetzt als erstes erscheinen. Diese drei Charaktere sind in Rotation A, wenn wir den Kampf anfangen. Und in Rotation B, in der zweiten Rotation, werden dann die nächsten drei Charaktere sein. In dem Fall wird es Vegeta und Bulma sein, Dreifacher Goku GT, Super Gogeta. Und wir haben ja gesagt, Bardock ist dann quasi der Rotationscharakter. Er wird vorerst nicht in eine Rotation erscheinen, sondern in eine Rotation als Rotationscharakter kommen. War vielleicht ein bisschen viel, aber das werden wir uns gleich auf jeden Fall näher anschauen. Nur die wichtige Message vor einem Kampf verrät uns dieses Rädchen schon, wie unsere Rotation aussehen wird. In dem Fall, wie gesagt, wird die erste Rotation sein Vegito, Blue und zweimal vierfacher Goku. Let's go, das werden wir gleich sehen in dem Fall. Und zwar, da haben wir es schon. Seht ihr? Genau so, wie ich es gesagt habe, wie uns das Rädchen das gesagt hat. Das kann echt wichtig sein, wenn man zum Beispiel Kämpfe beginnt und dann kann man schon sehen, aha, okay, der und der Charakter kommt und im Folgenden kommt der und der Charakter. Und jetzt im Rädchen sehen wir schon, Vegito Blue, Vierfacher Goku und der Vierfacher Goku sind, beziehungsweise leuchten heller als die anderen. Die anderen sind verdunkelt. Was heißt das? Das heißt ganz klar, diese drei Charaktere sind momentan in der Rotation, sie sind gerade aktiv. Wenn wir uns jetzt auf das, also jetzt im Kampfgeschehen können wir auf das Rädchen klicken. Wenn wir das einmal machen, dann sehen wir auch schon, okay. An Stelle 1 haben wir Vegito Blue, Vierfacher Goku Friend und Vierfacher Goku mein eigener Leader. Diese ersten drei Charaktere sind, wie gesagt, in Rotation A, in der ersten Rotation und sind momentan im Kampfgeschehen. Jetzt können wir hier schon herauslesen, wie wir vorhin gesehen haben, auch beim Rädchen, auch hier. Welche Charaktere als nächstes kommen, wenn wir diese Runde gemacht haben. Das ist nämlich Platz 4, Vegeta und Bulma, sorry, Dreifacher Goku GT und Super Gogeta. Das ist Rotation B quasi. Heißt, wenn wir diese Runde gleich machen werden, kommt als nächstes Vegeta, Dreifacher Goku GT und Super Gogeta. Was, beziehungsweise bevor ich weitermache, ganz wichtig, heißt, wenn wir die Liste hier anschauen, die ersten drei Charaktere sind in der ersten Rotation, gerade so wie sie aktiv sind. Und die Charaktere, die darauf folgen, kommen in der nächsten Runde rein. Was aber mit dem siebten Charakter, der ganz unten steht, mit Bardock? Bardock in dem Fall kommt nicht nächste Runde rein, sondern erst in zwei Runden, übernächste Runde. Der Charakter, der immer hier unten ist, dieser wurde aus der Rotation, aus einer Rotation, das werden wir uns gleich näher anschauen, rausrotiert
und kommt nicht wieder in seine eigene Rotation, sondern in die nächste. In dem Fall, ganz wichtig, jetzt kommen wir mal zu den Rotationen und zu den Stellen. Und nämlich, wie rotiert man einen Charakter aus? Wir haben hier Vegito Blue und den vierfachen Goku. Und nochmal einen vierfachen Goku. Vegito Blue ist an erster Stelle. Wir wissen, wir können die Charaktere hin und her verschieben. Er ist an Position 1 ganz links. Mein Goku Friend ist in der Mitte auf Position 2. Und mein eigener Goku ist auf Position 3 ganz hinten. Die Charaktere, die auf Position 1 und auf Position 2 sind, die bleiben in dieser Rotation und kommen übernächste Runde wieder in das Kampfgeschehen. Der allerletzte Charakter, in dem Fall Goku, auf Position 3, wird rausrotiert und kommt nicht wieder in seine eigene Rotation, also nicht in Rotation A, sondern er wird rausrotiert und kommt nach 3 Runden in Rotation B. Also in die Rotation von Vegeta, 3 von Goku und Super Gogeta. Das werden wir uns gleich näher anschauen, dann wird quasi Goku in die 7. Stelle fallen. Aber, um es nochmal fürs Verständnis ganz kurz zusammenzufassen. Der Charakter an Platz 1 und Platz 2 bleiben in der Rotation, sie kommen übernächste Runde wieder. Der Charakter an Stelle 3, ganz hinten, wird rausrotiert und kommt erst in 3 Runden. Gut. So viel fürs Verständnis. Wir werden uns das Ganze jetzt genauer ansehen. Nämlich, ich werde jetzt erstmal hergehen und ich werde das erstmal so machen. Ja? Normalerweise würde ich das so machen, üblicherweise, aber um es darzustellen, lasse ich mal, um es für euch gut darzustellen, lasse ich mal die 2 vierfachen Goku in der Rotation. Heißt, diese beiden Gokus kommen nach, beziehungsweise übernächste Runde wieder in dieselbe Rotation. Sie werden wieder im Kampfgeschehen teilnehmen und Vegito Blue wird rausrotiert. Let's go, gucken wir uns das Ganze mal an. Gucken wir uns das Ganze mal an. So, an der Stelle auch, was könnte wichtig sein, wenn man auf so Rotation achtet? Nämlich, wir haben jetzt da quasi ein bisschen zusammengefasst, dass Charakter 1 und 2 in der Rotation bleibt und der dritte Charakter rausrotiert wird und in die andere Rotation kommt. In dem Fall geht Vegito Blue von Rotation A in Rotation B und das kann wichtig sein, wenn ihr eure Charaktere richtig stellen wollt. Denn ich sage ja oft, wäre gut, wenn du den Charakter in eine Rotation hältst. Damit meine ich zum Beispiel, dass hier den Charakter, Charakter A mit Charakter B auf Platz 1 und Platz 2 lässt an der Stelle, damit sie immer in der Rotation bleiben. Und den dritten tun wir rausrotieren. Der dritte ist dann quasi ein Rotationscharakter. Ja, wir schauen uns das jetzt auf jeden Fall noch genauer an. Und zwar, an der Stelle, wenn wir uns das Ganze angucken. Jetzt haben wir wieder, jetzt ist die zweite Rotation an der Reihe. Die Rotation B, wie wir sie genannt haben, mit Vegeta, dreifachen Goku und Super Gogeta. In der nächsten Rotation haben wir gesagt, die zwei Gokus bleiben auf jeden Fall, weil sie auf Platz 1 und Platz 2 waren. Wir sehen, das tun sie auch. Aber Bardock ist mit reingekommen. Bardock war ja auf Platz 7, der Charakter, der rausrotiert wurde und ist dann quasi in die andere Rotation reingekommen. Bei Bardock speziell war das der Fall, er war schon quasi am Platz 7, bevor wir den Kampf angefangen haben. Aber jetzt haben wir Vegito als sehr gutes Beispiel. Vegito Blue war eigentlich in der Rotation, in Rotation A, wie wir sie genannt haben, definiert haben, mit den 2 vierfachen Gokus. Wir haben ihn an dritte Stelle gesetzt, er wurde rausrotiert, deswegen ist er auf Platz 7. Und dies heißt, er kommt in die Rotation von Vegeta und Super Gogeta wieder. Nämlich nach 3 Runden vorhin und jetzt nach 2 Runden. Ja, ganz wichtig fürs Verständnis. Und was könnte wichtig sein, dass, wenn man einen Charakter rausrotiert? Zum einen hat man quasi seine festen Rotationen. Ich sage immer zum Beispiel in einem Super Strength Team würde ich sagen, lasst vierfachen Goku mit dreifachen Goku GT in einer Rotation und Vegeta und Bulma mit Vegito Blue. Das ist hier gar nicht der Fall. Aber dafür können wir selbst sorgen, indem wir die Rotation quasi manipulieren, indem wir die Rotation richtig setzen. In dem Fall habe ich das schon vorhin richtig gemacht. Ich habe Vegito Blue aus Rotation A rausrotiert, damit er in diese Rotation kommt in 2 Runden. Damit er in der Rotation immer bleibt mit Vegeta und Bulma und mit... Also Vegito Blue mit Vegeta und Bulma, richtig. Fürs andere Verständnis ist es dann der Fall, dass sie dann den dreifachen Goku GT werde ich jetzt rausrotieren aus dieser Rotation, damit er in 3 Runden in der Rotation mit dem vierfachen Goku ist. Let's go. Let's go. Das machen wir mal ganz kurz und dann
sollte ich eigentlich wirklich alles auf den Punkt gebracht haben. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dann könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Aber um es wirklich auf den Punkt zu bringen, Leute, der Charakter ist beziehungsweise ganz normal alles zusammengefasst. Es gibt zwei Rotationen, Rotation A und B. Die Charaktere, die auf Stelle 1 und 2 sind, die bleiben immer in ihrer Rotation. Der letzte Charakter, der Charakter auf Platz 3, wird immer rausrotiert und kommt nach 3 Runden in die andere Rotation. Ganz wichtig fürs Verständnis. Und das eben immer, was ich meine, wie schon gesagt. Wenn ich euch sage, okay, lass den, lass zum Beispiel Vegeta und Bulma mit Super Gogeta in eine Rotation, das haben wir gerade gemacht, und tut den Rotationscharakter rausrotieren. Rotationscharakter an der Stelle sind immer meistens Supporter. Deswegen gibt es immer die Konstellation mit 2 Rotationen und einem Supporter. In dem Fall zum Beispiel würde ich jetzt Bardock raushauen. Normalerweise würde ich das eigentlich so stellen, aber zur Show, damit ihr das wirklich sehr gut sehen, machen wir das Ganze mal so. Und wir sehen in der nächsten Runde schon, okay, wir haben Vegito Blue rausgehauen und er wird jetzt in die Rotation B kommen, schlussendlich mit Vegeta und Bulma, was wir haben wollten. Und wir haben aus dem anderen Rotation quasi den dreifachen Goku GT rausgehauen. Und der wird dann mit dem Gokus hier reinkommen, was wir dann letztendlich erreichen wollten. Das will ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und dann beenden wir das Video an der Stelle auch gleich. Und genau, wie gesagt, Leute, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich noch gerne fragen, sei es in den Kommentaren, sei es als Privatnachricht. Aber ich denke, ich habe das eigentlich gut drüber gebracht, was die Rotation zu bedeuten haben. Und hier sehen wir es dann nochmal perfekt, so wie wir es haben wollten. Wir wollten ja von Anfang an Vegeta und Bulma mit Vegito Blue reinbringen. Das haben wir dann quasi geschafft letztendlich. Und so funktioniert das Ganze. Wenn wir uns ganz kurz mal die andere Rotation ansehen, dann haben wir es da auch geschafft. Nach der Runde würde dann ein vierfacher Goku mit dem dreifachen Goku GT in eine Rotation kommen. Und wir hätten quasi das erreicht, was wir erreichen wollten. Anyways, Leute, ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.